In den heutigen Joker News, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass einiges früher kommt dieses Jahr. Dann gibt es neue Leaks zu den Cases, zum Action Button und was eventuell auch noch zum Apple Event vorgestellt werden soll. Das und ein bisschen mehr heute in den Joker News. Viel Spaß! Was geht ab? Hier ist dein Joker rund um Apple mit den Joker News. Leute, es geht bald los und ich versorge euch mit den neuesten News und Gerüchten rund um Apple. Und deswegen würde ich auch sagen, lass uns direkt loslegen. Nicht nur wir, sondern auch Apple bereitet sich tatsächlich auf dieses Event am 12. September, 19 Uhr unserer Zeit vor. Der YouTube-Stream ist jetzt an den Start gegangen. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, dann könnt ihr das Ganze entspannt streamen. Wir werden natürlich auf Twitch auch auf das Ganze reagieren. Wenn ihr da vorbeikommen wollt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Auch den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Ihr könnt das Ganze aber auch über die Event-Seite bzw. eure Apple TV-App schauen. Wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, plant Apple offensichtlich dieses Jahr alles ein bisschen früher. Erstes Opfer, macOS Sonoma. In der Regel wird macOS immer im Oktober bzw. November vorgestellt. So war es zumindest in den letzten 4 Jahren. Dieses Jahr sieht es aber ein bisschen anders aus. Und wie wir das Ganze rausgefunden haben? Nun ja, wir haben mal auf die Build Number geschaut und die ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Denn die 7. Beta von macOS Sonoma, die für Entwickler letzte Woche veröffentlicht wurde, hat bereits die Build Nummer A. Während die 7. Beta von macOS Ventura letztes Jahr die Build Nummer F hatte. Nur kurze Erklärung für alle, die keinen Plan haben. Die Beta arbeitet sich im Prinzip von hinten nach vorne, also von Z nach A vor, bis dann die finale Version rauskommt, die dann jeder runterladen kann. Im Übrigen, macOS Mojave im September 2018 hatte zur gleichen Zeit auch die Build Number A. Deswegen können wir davon ausgehen, dass macOS Sonoma schon im September starten wird. Ich möchte nur hier nochmal darauf hinweisen, dass alle, die auf ihren Rechner zählen und ihn tagtäglich brauchen, nicht gleich upgraden sollten, sobald es veröffentlicht wurde. Apple macht das ja immer sehr nonchalant, blendet sich oben ein, hey, ist ein Upgrade für dich, mach mal und so weiter. Und dann sagt man, nee, heute Nacht, nee, morgen früh. Und zack, irgendwann ist es dann auf einmal drauf und verschiedene Programme funktionieren nicht mehr. Ich kann euch in dem Zusammenhang nur unseren Newsletter empfehlen. Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Dort halte ich euch auf dem neuesten Stand. Hinweise bzw. auch Tipps, was man machen oder vielleicht auch nicht machen sollte. Wir sprechen hier ja immer wieder über neue AirPods bzw. die Beats Studio Pro habe ich vor einiger Zeit hier auch auf dem Channel mit euch besprochen und jetzt möchte ich mit euch mal über Kopfhörer sprechen, die ich schon auf der IFA testen durfte. Die Rede ist hier von den Soundcore Space One. Die hat Soundcore vor kurzem vorgestellt und die kommen mit verbessertem Noise Cancelling um die Ecke, das adaptiv ist und sich den aktuellen Umgebungsgeräuschen anpasst. Dazu kommt Hi-Res Audio, 40 Stunden Batterielaufzeit bei aktivem Noise Cancelling und verschiedene Möglichkeiten, den Sitz der Kopfhörer perfekt anzupassen. Und vor allem sind sie merkbar leichter als zum Beispiel die AirPods Max. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Nicht zu vergessen, USB-C ist an Bord, Schnellladen und die Möglichkeit, die Kopfhörer für den Transport einzuklappen. Ihr merkt, die Liste der Features ist lang und ich würde wirklich sagen, es gibt kaum Over-Ear-Kopfhörer, die bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis mithalten können. Deswegen schaut gerne bei den Soundcores unten vorbei. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Weiter geht's. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil von Das kommt wahrscheinlich früher. Ich kann euch nur sagen, es hat mich schon wieder so fertig gemacht, diese News mitzubekommen. Jedes Mal schaue ich mit euch irgendein Apple-Event und zack, auf einmal muss ich mein Portemonnaie öffnen. Warum muss ich jetzt schon bestellen? Und zack, bestellen. Dann habe ich vergessen, im Wallet die Karte zu hinterlegen. Dann stimmt die Versandadresse nicht. Und zack, kriege ich das Ganze Monate später. Okay, ich übertreibe. Aber es ist tatsächlich für mich immer ein Drama. Ich kann nicht das Event genießen, wenn ich weiß, ich muss danach direkt bestellen. Das stresst mich dann schon, während ich das Event gucke, dass ich mir denke, okay, bin ich danach direkt ready to go? Weiß ich, was ich will oder nicht? Muss ich noch eine Nacht drüber schlafen? Ach nee, das geht ja nicht, weil dann ist das Ganze nicht mehr verfügbar und dauert Wochen länger. Egal, hier soll es ja nicht um meine persönlichen Probleme gehen, sondern das, was Mark Gurman berichtet hat. Der sagt nämlich, Apple plant tatsächlich zum Apple-Event die Produkte ready zu machen, dass sie direkt am Abend bzw. am nächsten Tag verfügbar sind, zum Beispiel auch in den Filialen. Wer die Joker News schon länger verfolgt, der weiß, dass wir auch immer wieder in die Quartalsberichte reinschauen, wenn Apple die Zahlen vorstellt. Und da musste im letzten Quartal ja Apple in einigen Bereichen harte Hits hinnehmen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass hier Tim Cook mal wieder ordentlich am Optimieren ist, zu sagen, hey, in dem Quartal müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich verkaufen. Und das geht natürlich nur. September ist der letzte Monat in dem Quartal. Wenn sie so früh wie möglich im September noch die iPhones rausschallern, dass wir alle
unsere Order placen und unser Produkt bekommen und Apple die Kohle bekommt. Normaler Ablauf bei Apple wäre so: 12. September Event, 15. September Vorbestellung und 22. September Auslieferung. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es dieses Jahr tatsächlich anders laufen wird. Könnte es sein, dass Apple dieses Jahr die Vorbestellung tatsächlich direkt nach dem Event anbietet, um einfach mehr Sale in dem Monat noch machen zu können? Was meint ihr? Wir hatten ja schon öfters darüber berichtet, dass Apple die Ledercases einstellt und ein neues feingewebtes Case auf den Markt bringen wird. Und jetzt sind neue Bilder aufgetaucht, wo man sehen kann, wie die Oberfläche und vor allen Dingen Farben der vermutlich zukünftigen Cases von Apple aussehen werden. Und das sieht wirklich ein bisschen wie ein Handschmeichler aus. Auf den Bildern wirkt die Oberfläche weich, feingewebt und mal wieder mit sehr, sehr interessanten Farben. Für mich wirkt das Case hier relativ dick und ich muss sagen, ich hoffe, es ist das Case und nicht das iPhone. Und auch was die Farben angeht, tauchen immer wieder neue Videos mit der Farbpalette auf. Für mich wirklich schwer zu entscheiden, welche Farbe es dieses Jahr für mich ist. In unserer App haben wir eine Umfrage gemacht, für welche Farbe ihr euch entscheiden würdet. Und ein Großteil hat tatsächlich die blaue Farbe bevorzugt. Titan ist auch nice, schwarz finde ich auch herrlich. Und unser Freund und Leaker Sunny Dixon hat auch ein Video gepostet, wo man zum einen das Case sehen kann und zum anderen auch den Action-Button. Und der Action-Button, der fällt wirklich sehr, sehr groß aus. Ich bin gespannt, wie Apple das im Zusammenspiel mit der Software macht, dass nicht aus Versehen in der Tasche der Action-Button ausgelöst wird. Wirklich sehr, sehr groß, wie dieser Action-Button da an der Seite sitzt. Man muss sagen, der laut-leise-Button war ein Baby. Jetzt haben wir hier tatsächlich schon einen Jugendlichen vorpubertär. Wer erinnert sich noch von euch an die Zeit, wo alle vermutet haben, das ist das iPhone-Event, es ist früher dieses Jahr. Und was kam dann? Die Apple Watch bzw. bunte iPads. Und derzeit ist tatsächlich unklar, was bekommen wir zu diesem iPhone-Event von Apple vorgestellt. Klar, das iPhone 15 Lineup, also iPhone 15 und iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro bzw. iPhone 15 Pro Max oder Ultra, Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2. Generation. Die AirPods Pro mit USB-C werden noch gemunkelt, wobei hier wohl keine neuen Features kommen sollen. Und jetzt ist in den Gerüchten aufgetaucht, dass das iPad Mini möglicherweise auch noch aktualisiert wird. Bin ich sehr, sehr gespannt, was da Neues ist. Bekommt es 120 Hertz? Ich glaube nicht. Daneben werden wir natürlich Software-Updates für iOS, für iPadOS und so weiter bekommen. Also es wird mal wieder ein sehr, sehr vollgepackter September. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Sobald was Neues rauskommt, werde es für euch testen, ausprobieren, zeigen. Jetzt seid ihr auf jeden Fall erstmal wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.